Prostchen. 100 Jahre Best Original Song. Von 1935 bis heute. Oscar, Can You Hear Me? Mit Kurt Schiller und Werner Staats. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Oscar, Can You Hear Me? Aber wie fangen wir an, Kurt? Am besten, Werner, wir erklären kurz, wie dieser Podcast funktioniert. Und zwar ganz einfach. In jeder Folge geht es um ein Oscar-Jahr und seine Filmsongs. Also um die nominierten Songs und den jeweiligen Gewinner eines Oscar-Jahres. Die Kategorie Best Original Song ist vielleicht nicht die allerwichtigste Kategorie, aber es ist unsere Lieblingskategorie. Denn keine ist so stark mit Filmerinnerungen und Gefühlen verbunden. Ja, man hört einen Song und bang, sofort erinnert man sich an Schlüsselszenen in Filmen. Was möchten wir also mit diesem Podcast? Wir möchten in Filmerinnerungen schwelgen und das Kinogefühl aufleben lassen. Wir möchten diskutieren. Hat der oder die Beste gewonnen? Kleiner Spoiler schon an dieser Stelle. Wir sind sicher, das war nicht immer der Fall. Wir möchten herausfinden, was steckt dahinter? Welche Rolle spielten zum Beispiel Politik und Trends? Aber wir erzählen auch von den Oscar-Verleihungen selbst, von den Filmen, von den Geschehnissen auf und abseits der Bühne, von Zeiten, als Steven Gätchen noch nicht am roten Teppich stand. Ist ja nicht zu fassen. Ja. Es geht um die fast 100-jährige Oscar-Geschichte und darum, wie Hollywood als Industrie, aber auch als Community tickt und funktioniert. Um die vielen Bekannten und um die Vergessenen, Songwriterinnen und Songwriter. Aber das Wichtigste sind und bleiben die Songs. Wir spielen sie alle. Die Gewinner. Aber natürlich auch die anderen Nominierten. Wir wollen Lust machen auf die Songs, auf die Filme, auf das Kino. Denn hier bei uns gilt, Wiederhören macht Freude. Und das alles machen wir nicht nur für ein paar Nerds da draußen. Wir wollen, dass ihr alle vielleicht Filme und Songs neu entdeckt und dass ihr gut unterhalten werdet. Das ist ein Grund, warum wir nicht immer nur das knisternde und rauschende Original aus dem jeweiligen Film spielen, sondern gerne auch eine tolle Coverversion in Stereo. The song remains the same. Und wichtige Spielregel Nummer 2, wir gehen nicht chronologisch vor, sondern wir springen hin und her. Wir behandeln zum Beispiel in einer Folge das Jahr 2012, in der nächsten Folge dann 1987 und so weiter. Warum wir das machen? Ganz einfach. Nicht jeder mag die Musik eines bestimmten Jahrzehnts. Indem wir springen, schaffen wir Abwechslung und für euch immer wieder die Chance, sich in verschiedene Oscar-Epochen einzuhören. Wir sorgen dafür, dass ihr euch in jedem Jahrzehnt schnell zu Hause fühlt. Und für euch heißt das also? Bei jeder Ausgabe des Podcasts dabei sein und uns am besten abonnieren. Denn ihr wisst ja nie, ob ihr nicht gerade in der nächsten Ausgabe euren Lieblingssong verpasst. Nur in dieser ersten Folge beginnen wir ganz ordentlich mit dem Jahr, in dem es zum ersten Mal die Kategorie Best Original Song gab. Und zwar 1935. Und damit gleich zur Musik. 1935 gab es 3 Nominierungen. Die erste, der Song Love in Bloom, aus dem Film She Loves Me Not. Musik Ralph Reinger, Text Leo Robin. She Loves Me Not ist eine musikalische Kriminalkomödie. Die Story selbst ist simpel, basiert auf einem Theaterstück und wurde im Verlauf der Filmgeschichte immer wieder in zig verschiedenen Varianten erzählt. Junger Mann wird Zeuge eines Mordes und taucht unter falscher Identität als ein Student an der Uni Princeton unter. Der Song Love in Bloom wird von Bing Crosby gesungen, der auch die männliche Hauptrolle spielt. Bing Crosby war der Star des Films und, man muss sagen, die populärste Popmusikstimme Amerikas vor Frank Sinatra. Das Studio Paramount dachte erst, der Song sei etwas zu sophisticated für das normale Kinopublikum. Das überrascht. Der Song hat eigentlich überschaubare melodische Wendungen und der Text, naja, mein Herz war eine Wüste. Aber du hast sie doch bepflanzt. Die Blume wächst, die Erfüllung ist da. Das ist kein Traum. Die Liebe
sie blüht. Lassen wir Bing Crosby lieber selbst schmachten. Hier ist Love in Bloom. Was a desert, but you planted a seed. And this is the flower, this hour of sweet fulfillment. Is it all a dream, the joy supreme that came to us in the gloom? You know it isn't a dream, it's love in bloom. Love in Bloom aus She Loves Me Not. Der Song wird aber nicht nur durch den Film populär. Im popkulturellen Gedächtnis der USA blieb der Song wegen Jack Benny, der ihn zum Titelsong seiner Jack Benny Hour machte. Die lief ab 1934 im Radio und von 1950 bis 1965 regelmäßig im TV. Benny war so etwas wie der Urvater der TV-Comedians und Wegbereiter der Sitcoms inklusive eingespielten Zuschauerlachen. Bei Jack Benny war die Melodie auch etwas zackiger. The Jack Benny Hour. Yes, it's the Jack Benny Hour with his guest stars, Bob Hope, the Beach Boys, his special guest, Elka Summer. And here he is, the star of our show, Jack Benny. Hast du gehört? Elke Sommer war 1965 zusammen mit den Beach Boys Gast in der Jack Benny Show. Wahnsinn! Ja, in der Tat. So viel zu Love in Bloom. Eine der drei Nominierungen für die Oscarverleihung im Jahr 1935. Das Jahr, in dem es zum ersten Mal die Kategorie Best Original Song gab. Die Geschichte der Oscars als wichtigster Filmpreis der Welt und wichtigster Gradmesser für Filmkunst beginnt aber schon einige Jahre früher. Es ging dabei um die Filmkunst, aber natürlich vor allem auch ums Geschäft. Der Film war noch jung, aber schon in den 20er Jahren musste man erstmals Konkurrenz befürchten. Das Radio kam auf und die Menschen blieben teilweise zu Hause am Kasten, statt ins Kino zu gehen. Die einzelnen Berufsgruppen in der Filmproduktion begannen langsam aber sicher damit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, um am Ende mehr Druck auf die Studios ausüben zu können. Man darf nicht vergessen, schon 1927 war Hollywood eine Industrie mit 42.000 Beschäftigten und Milliarden Umsätzen. Zudem drohten staatliche und private Organisationen ein kritisches Auge auf die Umtriebe im Hollywood-Babylon zu werfen. Filmboss Louis B. Mayer vom Studio Metro-Goldwyn-Mayer, kurz MGM, wollte, dass sich auch die Filmproduzenten besser organisieren. Im Januar 1927 trommelte er 33 einflussreiche und namhafte Filmgrößen zusammen. Produzenten, Regisseure, Schauspielerinnen und Schauspieler. Bei einem Dinner wurde die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gegründet. Die Einführung eines Preises wurde Anfang 1928 beschlossen. Getreu dem zynischen Motto von Louis B. Mayer, Filmleute kriegt man am besten in den Griff, wenn man ihnen Medaillen umhängt. Zum ersten Mal wurden die Academy Awards am 16. Mai 1929 vergeben. Es gab 12 Kategorien und die Gewinner wurden in der Presse 3 Monate zuvor angekündigt. Also nix mit "And the winner is". Die erste Oscarverleihung fand also bereits 1929 statt. Die erste Verleihung für einen Best Original Song gab es dann 1935. Die ersten 6 Verleihungen kamen also noch ohne unsere Kategorie aus. Genau. Wie es nun dazu kommt, dass auch der beste Song des Jahres ausgezeichnet wird und wie der Oscar überhaupt zu seinem Namen kam, das werden wir euch in kommenden Ausgaben dieses Podcasts natürlich noch erzählen.
Kurt, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir ganz kurz noch sagen, welche Jahreszahlen wir verwenden. Wenn wir hier von den Academy Awards 1935 sprechen, dann meinen wir die Oscars, die 1935 vergeben wurden. Da es dann um die Filme des Filmjahres 1934 geht, sprechen manche von den Oscars 1934, wo wir die Oscars 1935 meinen. Wir finden es klarer, wenn wir das Jahr der offiziellen Oscar-Vergabe verwenden. Also, die Oscars 1935, über die wir heute sprechen, sind die Oscars, die am 27. Februar 1935 vergeben wurden. Ist doch eigentlich ganz einfach. Und damit zur zweiten Nominierung des Jahres 1935. The Carioca aus dem Film Flying Down to Rio. Musik Vincent Humans, Text Edward Eliscu und Gus Kahn. Flying Down to Rio war ein typisches amerikanisches Filmmusical, das mit dem exotischen Schauplatz Brasilien punkten wollte. Gedreht wurde aber natürlich in Hollywood, Kalifornien. Carioca war eine andere Bezeichnung für die Einwohner Rio de Janeiros, steht im Film aber für einen eigenen Tanzstil, eine Mischung aus Samba, Foxtrot und Rumba. Die Besonderheit dabei, beim Carioca berührt sich das Paar während des Tanzens immer wieder mit der Stirnfläche. Das sieht toll aus. Man entschied sich auch, eine Carioca-Tanznummer mit Fred Astaire und Ginger Rogers in den Film zu integrieren. Weil es die Premiere dieses Traumpaars war, wurde daraus eine der wichtigsten Szenen in der Geschichte des frühen Musikfilms. Bis 1949 tanzten und spielten Astaire und Rogers insgesamt 10 Mal zusammen. Obwohl sie nicht Hauptrollen in Flying Down to Rio spielten, wurde ihr Tanz der Höhepunkt des Films. Sie tanzten auf, und das muss man sich mal vorstellen, 7 weißen Flügeln. Tanzschulen sollen danach Carioca-Kurse angeboten haben, aber die Schritte erwiesen sich als zu kompliziert. Unsere Version Mel Tormé singt und swingt sich 1956 durch Carioca. Now that you've done the Carioca, you'll never care to do the polka. And then you'll realize the blue hula, the bambula are through. Tomorrow morning you'll discover you're just a Carioca lover. And when you dance it with each new love, there'll be true love just for you. You'll dream of the new Carioca. Its theme is a kiss and a sigh. You'll dream of the new Carioca. When music and lights are gone and we're saying goodbye, my love for you cannot die, long as you and I follow through, learn to do the Carioca, the Carioca. Der wunderbare Mel Tormé mit The Carioca aus Flying Down to Rio. Geschrieben hat den Song Vincent Humans. Er war kein Brasilianer, sondern waschechter New Yorker. Er galt als extrem ökonomischer Broadway-Komponist. Seine Melodien waren einfach, die Phrasen, wir haben es eben auch bei The Carioca gehört, wiederholten sich oft. Obwohl er in den 20er Jahren Riesenerfolge feierte, war The Carioca tatsächlich sein letzter veröffentlichter Song. Es blieb also auch seine einzige Oscar-Nominierung. 1934 steckte er sich mit Tuberkulose an und kämpfte gegen die Krankheit bis zu seinem Tod 1946. The Carioca ist ein prototypischer Song der 30er Jahre. In den ersten Jahren sind die nominierten Songs meistens Shownummern in Musicals. Bis weit in die 40er Jahre sind nominierte Songs, die eben nicht solche Shownummern sind, eher selten. Wie gesagt, Ginger Rogers und Fred Astaire haben in Flying Down to Rio den Hauptdarstellern regelrecht die Show gestohlen. Da war es nur logisch, dass sie noch im gleichen Jahr ihre eigenen Filme als Hauptdarsteller bekamen. The Gay Divorcee. Und damit sind wir bei der dritten Nominierung und gleichzeitig dem Gewinner im Jahr 1935. The Continental aus dem Film The Gay Divorcee. Scheidung auf Amerikanisch. Musik Con Conrad,
Text Herb Magidson. Fred Astaire war bereits am Broadway mit dem Stück Gay Divorce, auf Deutsch Glückliche Scheidung, sehr erfolgreich. Im Film wurde daraus dann Gay Divorcee, also die glückliche Geschiedene, da man dachte, eine Scheidung an sich kann ja nicht glücklich sein. The Continental bildet den Höhepunkt des Films. Und was für einer. Regisseur Mark Sandridge dreht die bis weit in die 50er Jahre längste Tanzszene in einem Musical. Über 16 Minuten. Im Vergleich, eine Tanzeinlage bei Let's Dance auf RTL dauert keine 2 Minuten. Neben Fred Astaire und Ginger Rogers wurde auch musikalisch so einiges aufgefahren. Tango, ungarische Tänze, Walzer, Jazz-Arrangements. Inhaltlich gemeint ist, nein, nicht das Continental Breakfast. Es geht auch in diesem Song um einen Tanz. Aber wichtig ist, wie schon bei The Carioca, nicht das Was entscheidet, sondern das Wie. Wir hören aber jetzt mal rein in The Continental vom Original Soundtrack mit Ginger Rogers, Fred Astaire und Lillian Miles. What is it? The newest thing over here. It's called The Continental. The Continental? Mm-hmm. Oh. I like it. That's the second thing I found I'd like to take back home with me. You know the words? Beautiful music. Dangerous rhythm. It's something daring, the continental. A way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental. Because it does what you want it to do. It has a passion, the continental. An invitation to moonlight and romance. It's quite the fashion, the continental. Because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly. Arise, answer your song. Two bodies swaying, the continental. And you are saying just what you're dreaming of. So keep on dancing, the continental. For it's a song of romance and of love. Man möchte gleich mittanzen. The Continental aus The Gay Divorcee, der Oscar-Gewinner 1935. Wir werden immer mal wieder über die Regeln rund um die Oscar-Verleihung sprechen. Eine wichtige Regel, was den Best Original Song betrifft, hast du ja bereits erwähnt. Der Song muss eigens für den Film geschrieben worden sein, darf also nicht schon vorher woanders veröffentlicht worden sein. Und der Preis geht an die Songwriter. Ja, im klassischen Hollywood der goldenen Ära waren das fast immer Zweierteams, fast immer Männer und meist Spezialisten, also ein Komponist und ein Texter. Seit Ende der 20er Jahre zog Hollywood mit seinen Top-Gagen die bekanntesten Songwriter des Landes an, die vorher vor allem für die Musical- und Revuebühnen des Broadway in New York geschrieben hatten. Ihre Namen sind bis heute Markenzeichen für Songklassiker. George Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern
und viele, viele mehr. Sie werden im Podcast mit ihren berühmtesten Filmsongs noch oft auftauchen. Aber zurück zum Best Original Song im Jahre 1935, The Continental. Für den Komponisten des Songs, Con Conrad, blieb es die einzige Nominierung und der einzige Oscar. Er starb 4 Jahre später mit nur 47 Jahren. Und damit, das ist fast schon unheimlich, im gleichen Alter wie der Mitnominierte von 1935, Vincent Humans. Also, was haben wir alles im Jahr 1935? Ausgedehnte Tanzszenen, innovative Choreografien und Songs, die man, nachdem der Film zu Ende ist, hoffentlich nicht zu schnell wieder vergisst. Sprichst du jetzt von La La Land? Die Songs daraus habe ich aber tatsächlich vergessen. Nein, nein, von La La Land werden wir noch sprechen in einer der nächsten Folgen. Ich meine schon den Oscar-Jahrgang 1935, dem Premierenjahr der Kategorie Best Original Song. Und das war's ja auch schon, unsere Premiere von Oscar Can You Hear Me. Wir beide kümmern uns jetzt um die nächsten 99 Folgen. Da hören wir nicht nur die Songs von La La Land, sondern von Bond-Filmen, vom Herr der Ringe, von Top Gun. Und sicher auch noch bessere Songs. Was heißt hier bessere? Wir werden sehen. Oder besser gesagt, wir werden hören und dann diskutieren. Und eins ist sicher, wir werden Stars ohne Ende dabei haben. Audrey Hepburn, Carly Simon, Lady Gaga und. Und erst die Geschichten drumherum. Deswegen hoffen wir, dass ihr dabei seid und uns abonniert. Oscar, Can You Hear Me? 100 Jahre Best Original Song von 1935 bis heute.